Mein Name ist Claudia Küpper, ich bin Stadtführerin in Heilbronn und ich möchte Ihnen heute gerne die Rathausuhr präsentieren. Ein echtes Schmuckstück hier am Heilbronner Rathaus, ein technisches Meisterwerk aus dem 16. Jahrhundert und natürlich auch ein Symbol für die alte Reichsstadt Heilbronn. Die Uhr ist viel mehr als eine einfache Uhr. Hier wird nicht nur die Zeit gemessen, sondern wir haben hier auch noch eine Mondphasenuhr und eine astronomische Kunstuhr. Ich erkläre die Uhr jetzt mal von oben. Ganz oben haben wir die Rathausglocke, die jede Viertelstunde schlägt. Darunter die Mondphasenuhr. Hier zeigt sowohl der Zeiger als auch die Mondscheibe an, wie der Mond gerade steht. Im Moment haben wir zunehmenden Mond. Und darunter das große Zifferblatt, das ist eine Zeituhr. Hier ist die Besonderheit, dass die Stunden durch den großen Zeiger angezeigt werden. Auf so klassischen Armbanduhren, wie ich sie trage, ist ja der kurze Zeiger der Stundenzeiger. Hier ist es umgekehrt, weil im 16. Jahrhundert, ja, da hatten die Minuten einfach noch nicht so die Bedeutung wie heute. Ja, und ganz unten sehen Sie dieses bunte Zifferblatt. Und hier werden verschiedene Zeiteinheiten angezeigt. In der Mitte sehen Sie die vielen Kreise. Das sind die Planeten, die die Wochentage darstellen. Heute ist Dienstag, also der Zeiger steht im Mars. Im Französischen ist der Dienstag der Mardi. Da hört man auch noch, dass die Tage ihren Namen von den Planeten haben. Darum, um diese Kreise ist ein weiterer Ring. Da stellen die Tierkreiszeichen die Monate dar. Und jetzt Ende April steht hier auch die Sonne, steht jetzt im Sternzeichen Stier. Dann haben wir noch einen Mondzeiger. Und der müsste jetzt eigentlich im Krebs stehen, das tut er aber nicht. Und offen gestanden rätsel ich selbst immer noch, warum das so ist, was hier nicht so ganz stimmt. Die Umstellung des Kalenders im 16. Jahrhundert, das wird nicht der einzige Grund gewesen sein, warum das nicht stimmt. Aber wie gesagt, hier rätsel ich selber noch. Ja, und in den Ecken werden noch die Jahreszeiten dargestellt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter im Uhrzeigersinn. Und dann gibt es noch die beweglichen Figuren, die sind besonders nett an dieser Uhr. Das sind zum einen die beiden Engel, der rechte Engel, der trompetet immer kurz vor dem Stundenschlag und der linke, der dreht dann das Stundenglas in der Hand. Zur vollen Stunde richten sich dann die beiden Widder auf und stoßen ihre Hörner zusammen und alle 4 Stunden kräht auch der Hahn. Das macht er morgens um 8, mittags um 12 und um 16 und um 20 Uhr und dann hat er wieder Nachtruhe. Das sind hier, dann erlebt man jede Stunde ein kleines Spektakel und eben alle 4 Stunden ein größeres und das ist auch immer ein besonderes Schauspiel.